Herzlich willkommen zu einem Shop-Video. Wenn euch Videos hier auf den Kanal gefallen, könnt ihr gerne ein Abo da lassen. Es fehlen auch, glaube ich, nur noch 94 Abonnenten bis 10.000. Sollten ihr auf jeden Fall in diesem Monat schaffen können. Ihr könnt natürlich genauso gerne das Video auch bewerten, kommentieren und teilen. Würde mich ebenso freuen. Und schaut auch gerne vom Twitch-Kanal vorbei. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Und lasst dort natürlich ein Follow da, um in Zukunft auch keine weiteren Streams mehr zu verpassen. Und ich würde sagen, schauen wir uns jetzt den Item-Shop an. Und dort haben wir heute den neuen Sieg-Skin. Dazu... Zum Siegskin gibt es dann noch die agilen Klingen als Spitzhacken. Finde ich, sehen eigentlich ganz nice aus. So ein bisschen ähnlich wie die stille Schweigen Klingen. Finde ich sehr, sehr schlicht, aber trotzdem eben halt eigentlich ganz nice. Dann haben wir als nächstes hier den Nachtglanzskin. Einmal in der Standard und in der Variante ohne Schimmer. Dasselbe natürlich beim Sonneneruptionsskin. Einmal in Standard und dann wieder ohne Schimmer. Dazu dann die Spaltlichtspitzhacke. Dann den Fledergleiter. Und die strahlende Axt. Als nächstes haben wir dann die rote Ritterin. Dazu dann die Kamesinhacke. Dann haben wir den Sanktum-Skin. War, glaube ich, schon relativ lange tatsächlich nicht mehr im Shop. Dann haben wir als nächstes die Eishafen-Spitzhacke. Dann den schwer beschäftigt Emote. Als nächstes haben wir dann noch die Brandungsreiterin. Dazu dann den Schubplattler-Emote. War, glaube ich, auch schon wieder relativ lange hier im Shop. Zurzeit ist das irgendwie ein bisschen komisch, weil der Shop teilweise laggt, wenn man den das erste Mal öffnet. Also wenn ich immer das erste Mal Fortnite öffne, dann laggt der Shop bei mir immer so ein bisschen. Ich weiß ja, ob es bei euch auch so ist, sonst muss ich beim nächsten Mal immer ein bisschen warten. Also erstmal Fortnite starten und dann warten, bis ich das Shop-Video mache. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, weil es natürlich nicht so nice wäre, wenn es bei euch dann auch laggen würde. Und dann haben wir auf jeden Fall letztes nochmal den Pyretten-Emote. Die ganzen Star Wars Skins sind jetzt auch nicht mehr im Shop, das heißt, die Laserschwerte werden auch nicht mehr im Spiel sein. Und ich würde sagen, das war es dann auch mit dem heutigen Shop-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Video. Ciao.